glaube, wir fangen an. Weil wir wollen auch knapp sein heute und komprimiert und begrüßen Sie ganz herzlich zu dem Abend heute, wo wir uns über ein nächstes Projekt hier ein bisschen ausbreiten möchten und uns Gedanken gemacht haben, was eigentlich noch alles vor uns liegt. Und es ist so, dass im Herbst die als Filmtrilogie geplanten Cabaret Crusades von Wael Schaki der Gegenstand eines großen, mit einer Ausstellung verbundenen Projekts in K20 sein werden. Ich muss das ablesen, weil es ist auch so kompliziert und so vertrackt, wie es klingt. Und muss mich deswegen hier ein bisschen komplizierter ausdrücken. Denn es handelt sich dabei um für uns und für den Künstler aber auch ganz neue Formen der Zusammenarbeit und des Projekts mit einem zeitgenössischen Künstler. Während wir die auf der einen Seite in der Grabbehalle in K20 die beiden schon fertiggestellten Filme der Cabaret Crusades, die eben wie gesagt als Trilogie geplant ist, gezeigt werden in einer großen Projektion, wird im anderen Teil der Halle und auch anderswo in Düsseldorf und überhaupt der dritte Teil produziert werden, der dann noch während der Laufzeit der Ausstellung auch gezeigt werden wird. Was wir, und ich sage gleich wir und möchte meinen Kollegen Ansgar Lorenz vorstellen, der mit mir, mein Name ist Doris Christoph, ich bin Kuratorin an der Kunstsammlung und wir beide haben das Vergnügen, dieses Projekt zusammen vorzubereiten, das Vergnügen, aber auch die Bürde, aber okay, wir wollten ja auch mal Filmproduzenten spielen und jetzt können wir sehen, was wir davon haben. Wir wollen das gerne so machen, dass wir uns aufteilen, wir haben uns ein bisschen aufgeteilt, weil das ist natürlich immens alles und wir wollen auf der einen Seite, möchte ich gerne vorab, so ein bisschen inhaltlich historisch und da wird mir Ansgar auch assistieren mit Einspielen von Bildern, von Filmen auch, möchte ich ein bisschen so in die Thematik einführen und dann, und das ist dann eher sein Part, wollen wir ein bisschen was über das Making-of, über den Zeitpunkt, über den Punkt, wie wir jetzt sind, also im Grunde wollen wir Ihnen so eine Art aber auch uns, muss ich sagen, eine Art Zwischenbericht geben, wo wir jetzt hier gerade stehen. Und vielleicht sage ich auch mal gleich, weil auf der anderen Folie hatten wir das auch schon mal angekündigt und das sollte man ja auch sagen, wann die Ausstellung, das Projekt, dieses Ungetüm in K20 sein wird. Das ist vom 6. September 14, also wie Sie sehen, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit und die Ausstellung läuft dann bis zum 4. Januar 2015. In den Cabaret Crusades spielen Marionettenpuppen, die teils aus einer historischen Sammlung stammen und teils nach eigenen Entwürfen handgefertigt sind, die Ereignisse der mittelalterlichen Kreuzzüge nach. Das Besondere daran ist, dass sie die Geschichte aus arabischer Perspektive berichten. Was im Westen nach einer beherzten Pilgerreise ins Heilige Land klingen mag, stellt sich für die Moslems im Vorderen Orient als unheilvolle Invasion einer fremden Macht aus dem Norden dar. Schaki hat 2010 unter dem Eindruck der aufflammenden Proteste im Nahen Osten mit den historischen Kreuzzügen ein Thema aufgegriffen, das durch die andauernden Konflikte im arabischen Raum auch nach beinahe 1000 Jahren höchst aktuell ist. Damaskus, Aleppo, Homs, Jerusalem, Bagdad heißen die Orte des Geschehens, an denen die Kreuzritter aus dem Norden mit den Arabern im Mittelalter in Konflikt geraten. 1095 hatte der damalige Papst Urban II. In einer Rede auf der Synode von Clermont-Ferrand zum Kreuzzug aufgerufen und damit eine Massenbewegung ausgelöst. Heute weiß man, dass dahinter handfeste Interessen des Byzantinischen Reichs steckten, das sich vor den von Osten eindringenden türkischen Seldschuken fürchtete, die Jahrhunderte später Byzanz ja tatsächlich abgelöst haben und, wer weiß das, 1453 das Osmanische Reich errichteten. Also es geht viel um Geschichte, wenn man sich mit Wael Schaki beschäftigt und es geht immer um die Frage, wer zieht die Fäden der Geschichte. Und um es ganz kurz mit einem Satz zu sagen, den wir jetzt schon mehrfach zitiert haben in Pressetexten, Ankündigungstexten und sowas. Schakis an Schnüren geführte, wie ferngesteuert wirkende Marionetten verkörpern Fragen nach Macht, Manipulation und den Möglichkeiten politischer Handlung. Wir wollen vielleicht, damit es nicht so trocken weitergeht, gleich jetzt hier mal mit einem Filmbeispiel das Ganze etwas veranschaulichen. Ich glaube, ich mache vielleicht aus wie hier das Licht aus, damit wir das auch gut sehen können. Das hoffe ich. Das hier oben, das war ja. So, jetzt müssen wir den Hintergrund. Das hier.
setzen ein mit dem ersten Teil, also der Cabaret Crusades. Ja, schauen Sie einfach mal. يا شعب الفرنجة، يا شعب الله المحبوب المختار، لقد جاءت من تخوم فلسطين ومن مدينة القسطنطينية أنباء محزنة تعلن أن جنسا لعينا أبعد ما يكون عن الله قد طغى وبغى في تلك البلاد، بلاد المسيحيين في الشرق، قلب موائد القرابين المقدسة ونهب الكنائس وخربها وأحرقها، وساقوا بعض الأسرى إلى بلاده وقتلوا بعضهم الآخر بعد أن عذبوهم أشنع تعذيب، ودنسوا الأماكن المقدسة برجسهم، وقطعوا أوصال الإمبراطورية البيزنطية، وانتزعوا منها أقاليما بلغ من سعتها أن المسافر فيها لا يستطيع اجتيازها في شهرين كاملين، على من إذن تقع تبعة الانتقام لهذه المظالم واستعادة تلك الأصقاع إذا لم تقع عليكم أنتم؟ أنتم يا من حباكم الله أكثر من أي قوم آخرين بالمجد في القتال وبالبسالة العظيمة وبالقدرة على إذلال رؤوس من يقفون في وجوهكم، ألا فليكن من أعمال أسلافكم ما يقوي قلوبكم، أمجاد شارلمان وعظمته، وأمجاد غيره من ملوككم وعظمتهم، فليثر همتكم ضريح المسيح المقدس، ربنا ومنقذنا، الضريح الذي تمتلكه الآن أمم نجسة، وغيره من الأماكن المقدسة التي لوثت ودنست، لا تدعوا شيئا يقعد بكم من أملاككم أو من شؤون أسركم، ذلك بأن هذه الأرض التي تسكنونها الآن والتي تحيط بها من جميع جوانبها البحار وتلك الجبال ضيقة لا تتسع لسكانها الكثيرين، تكاد تعجز عن أن تجود بما يكفيكم من الطعام، ومن أجل هذا يذبح بعضكم بعضا وتتحاربون ويهلك كثر منكم في الحروب الداخلية. طهروا قلوبكم إذن من أدران الحقد، واقضوا على ما بينكم من نزاع، واتخذوا طريقكم إلى الضريح المقدس، وانتزعوا هذه الأرض من ذلك الجنس الخبيث وتملكوها أنتم. إن أورشليم أرض لا نظير لها في ثمارها، هي فردوس المباهج، إن المدينة العظمى القائمة في وسط العالم تستغيث بكم أن هبوا لإنقاذها، فقوموا بهذه الرحلة راغبين متحمسين، تتخلصوا من ذنوبكم وثقوا بأنكم ستنالون من أجل ذلك مجدا لا يفنى في ملكوت السماوات.
Wollten wir das andere, dieses Atmosphärische. Weil Chuckys Cabaret Crusades gehörten im Jahr 2012 zu den Entdeckungen der Documenta 13. Seitdem hat der Künstler, der in Alexandria, Ägypten und in Philadelphia, USA bildende Kunst studiert hat und sein künstlerisches Debüt auf der Kairo-Biennale 1996 erlebt hat, weltweit zahlreiche Ausstellungen absolviert. Insbesondere auf die Documenta-Beteiligung folgten sehr viele positive Presseberichte, Kommentare, Preise, der Schering-Preis zum Beispiel, der mit einer großen Ausstellung in den Kunstwerken in Berlin verbunden gewesen ist, und an Ankäufe, wie eben auch hier für die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, die aus der Documenta heraus den zweiten Teil der Cabaret Crusades für die Sammlung angekauft hat, woraus natürlich hier dieses ganze Projekt und unsere Ausstellung entstanden ist. Im Anschluss an unsere Ausstellung in K20, wird Chucky eine große Einzelausstellung im MoMA in New York haben, und von dort aus geht diese Ausstellung dann nach Doha ins Museum nach Katar. Die dort ansässige, für ihre generöse Kunstförderung berühmte Sheikha Al-Mayassi bint Hamad bin Al-Falafi gehört ebenso zu Chuckys Förderern wie zum Beispiel Hans-Ulrich Obrist, der Chucky seit 2002 immer wieder ausgestellt und interviewt hat und der im vergangenen Jahr eine wirklich sehr, sehr schöne Ausstellung in der Serpentine Gallery in London eingerichtet hat. Chuckys Cabaret Crusades verkörpern somit so etwas wie eine Erfolgsstory der jüngsten Kunstgeschichte. Genial erscheint die Idee, die mittelalterlichen Kreuzzüge aus arabischer Sicht nachzuerzählen und als musikalische Nummernrevue aufzuführen. Chuckys Kreuzzugskabarett besticht durch eine besondere Form der Theatralität, die in einem präzise inszenierten Zusammenspiel von hinreißenden Puppen, fantastischen Kostümen, traumhaften Bühnenbildern von später dann auch morgenländischen Städten, betörender Musik und dem für unsere Ohren rauchigen Wohlklang der arabischen Sprache besteht. Chuckys Reenactment kommt bei aller Handlungsfülle ohne klischierte Action-Szenen aus. Zwar werden Dolche gezückt, Köpfe abgeschlagen, Pfeile geschossen und es kommen jede Menge an pyrotechnischen Special-Effects zum Einsatz. Doch in den Filmen dominieren die durch eine raue Do-it-yourself-Ästhetik gezügelte visuelle Opulenz sowie ein atmosphärisch verdichteter, bedächtiger, beinahe schleppender Erzählrhythmus, zudem die somnambulen Bewegungen der Puppen in oftmals düsterer Beleuchtung beitragen. Chucky zieht in den Cabaret Crusades, seiner bislang aufwendigsten und vielschichtigsten Produktion, jede Menge Register, um Geschichte als eine Abfolge der diversen Formen von Manipulation und Macht zu zeigen. Doch worum, das habe ich mich zunächst einmal wirklich nach einiger Betrachtung und Beschäftigung mit den Arbeiten selbst gefragt, worum geht es genau in diesen historischen Episoden? Was genau sehen wir in diesem mit einer gehörigen Prise Brechtschem V-Effekt gewürzten Mix aus Funkkolleg Geschichte und Augsburger Puppenkiste? Was wird uns hier wie erzählt? Und können wir das glauben? Oder besser noch, was verstehen wir davon? Und was will Chucky eigentlich uns davon verstehen machen? Jetzt bringen wir mal ein zweites Filmbeispiel und gehen weiter in der Erzählung im ersten Teil. يا شعب الفرنجة يا شعب الله المحبوب المختار لقد جاءت من تخوم فلسطين ومن مدينة القسطنطينية أنباء محزنة تعلن أن جنسا لعينا أبعد ما يكون عن الله قد طغى وبغى في تلك البلاد
بلاد المسيحيين في الشرق، فليثر همتكم ضريح المسيح المقدس ربنا ومنقذنا، الضريح الذي تمتلكه الآن أمم نجسة وغيره من الأماكن المقدسة التي لوثت ودنست، لا تدعوا شيئا يقعد بكم من أملاك. Also wir haben jetzt gesehen, wie die Kreuzritter im Palast in Konstantinopel angekommen sind. Wenn Sie sich erinnern, in der allerersten Szene, die spielte auch schon in diesem selben gelben, gelb schimmernden Palast. Und da residierte eben der öst-oströmische Kaiser, der eigentlich seinen weströmischen Kollegen um Hilfe gebeten hat. Und insofern ist das Ganze, und darüber möchte ich jetzt ein bisschen, das möchte ich ein bisschen näher ausführen, also wird so eine ganz große ineinandergreifendes Räderwerk aus Intrigen, Verrat, gemeinsame Sache machen, Allianzen und sowas geschmiedet, was aber tatsächlich für beide Seiten zutrifft, also die Christen und die Moslems. Wir werden jetzt ein bisschen geschichtsstundenmäßig hier und haben eine Karte mitgebracht, um das einfach mal so von den Entfernungen auch und von den Richtungen auch zu zeigen. Jacques Giffard führt mit den Cabaret Crusades in den mediterranen Raum des Hochmittelalters, in die Zeit des ausgehenden 11. bis späten 13. Jahrhundert, als christliche Kreuzritter aus Mitteleuropa auf dem Land- oder Seeweg, das kann man hier ganz gut sehen, in den vorderen Orient ziehen und das Heilige Land, insbesondere die Stadt Jerusalem, aus der Herrschaft der Moslems befreien wollen, was ihnen schlussendlich gelang. Nicht gelang, wie man heute weiß. Die mittelalterlichen Kreuzzüge stehen für eine erste große direkte Begegnung zwischen Europa
und im Orient eine Begegnung, die von strategisch geführten Kriegen und grausamen Kämpfen bis zum gegenseitig sich befördernden Austausch zwischen arabischer und westlicher Welt geprägt ist. Medizin, Mathematik, aber auch viele andere nützliche Errungenschaften wie Brieftauben, zum Beispiel Öl oder Bitumen, auch das kommt in Walshakis Crevard Crusades vor, brachten die Kreuzfahrer von den hochzivilisierten Arabern mit in den Norden und darunter nicht zuletzt auch ein Prinzip wie das der Toleranz. Man denke nur an eine Figur wie den Sultan Saladin, den wir alle aus Lessings Nathan der Weise kennen und der hier in den Cabaret Crusades, allerdings erst im Teil 3, aber in meinem kleinen Vortrag auch noch eine Rolle spielen wird. Die Kreuzzüge waren strategisch geplante, ideologisch untermauerte Eroberungskriege im Namen des Christentums. Zehntausende schlossen sich begeisternd den Zügen an, um mit dieser besonderen Form der Pilgerreise den von der Kirche versprochenen Sündenablass zu erwirken. Ein entscheidender Posten auf der Reise hinunter in die Levante, das ist das östliche, ans Mittelmeer grenzende arabische Gebiet, also das heutige Syrien, Israel, Palästina, war Konstantinopel. In Konstantinopel residierte zu Beginn der Kreuzzüge der oströmische Kaiser Alexios Komnenos. In dem gezeigten Ausschnitt aus den Cabaret Crusades war zu sehen, wie ihm am Ende des 11. Jahrhunderts die kämpferischen Kreuzritter aus dem nördlichen Abendland gerade recht kamen, um die bröckelnde Macht des alten byzantinischen Reichs zu stützen. Jetzt zeigen wir noch eine zweite Karte der Kreuzfahrer, wo wir das bisschen näher, die Levante etwas näher zeigen. In Kleinasien und im Vorderen Orient trafen die christlichen Kreuzfahrer nicht nur auf byzantinische, sondern auch auf armenische und koptische Glaubensgenossen, die sich indes meistens eher als Orientalen fühlten, denn als Franken, wie die Kreuzfahrer von den Arabern verallgemeinernd genannt wurden. Frangi wird hört man hier. Für das Christentum bedeutende Orte waren Antiochia, Edessa, Tripolis und natürlich Jerusalem. Ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt erkennen können. Ich muss jetzt mit meiner Brille wechseln, das sehen Sie, Edessa, Antiochia, Tripolis, Jerusalem ganz im Süden. Und davon, das Wichtigste war natürlich Jerusalem als Ort des Grabes von Jesus Christus. Und Jerusalem haben die Kreuzritter denn auch erstaunlicherweise im ersten Kreuzzug, der von 1096 bis 99 dauerte, im Handstreich aus der jahrhundertwährenden Herrschaft der Muslime für sich zurückerobert. Das in allen mittelalterlichen Quellen eindrucksvoll geschilderte furchtbare Blutbad, das die Kreuzfahrer am 15. Juli 1099 in Jerusalem anrichteten und worauf sich Shaki mit dem Titel des ersten Teils »The Horror Show File« direkt bezieht, gab den Anstoß zu den fast 200 Jahre währenden kriegerischen Auseinandersetzungen in der Region. 1244 erst verlieren die Christen nach unzähligen Kämpfen Jerusalem für immer. Als letztes christliches Bollwerk wird die Festung Akkon, die heißt hier auf der Karte Acre, das ist der französische Name, 1291 von Türken erobert. Shaki's Cabaret Crusades schildern die Ereignisse chronologisch und umfassen die Zeit von 1095, das haben wir eben gesehen, da setzt das Ganze ein, bis 1204. Das heißt, vom ersten Aufruf zu den Kreuzzügen bis zur vernichtenden Belagerung Konstantinopels durch die Kreuzritter selbst. Also diese Ostrom-Westrom-Problematik durchzieht eigentlich die gesamte Periode. Während es im ersten 30-minütigen Teil um die Darstellung von nur vier, dafür aber höchst entscheidenden Jahren geht, umfasst der zweite Teil, The Path to Cairo, der Weg nach Kairo, mit seinen 60 Minuten Länge ein halbes Jahrhundert. Er setzt dort ein, wo der erste Teil aufhörte, 1099 mit Szenen des brennenden Jerusalem und erzählt dann die Geschichte der wechselvollen Allianzen bis 1146. Da zeigen wir jetzt auch gleich im Anschluss, wenn ich die Lichter gut ausmache.
Nach der Einnahme Jerusalems suchen die Christen ihre Herrschaft in der Region nach dem Vorbild Mittelalterlehen zu etablieren. Edessa, Antiochia, Jerusalem werden als Grafschaften bzw. Königreiche unter christlicher Herrschaft installiert. Ausführlich zeigt und erzählt Chucky, wie die angegriffenen Moslems nach anfänglichen in ihren Hochburgen Damaskus, Mosul, Bagdad, Aleppo ausgetragenen Streitereien und Flügelkämpfen unter dem Emir von Mosul, Imad ed-Din Zengi, zu Einheit und Schlagkraft gelangen. Mit Zengis Eroberung von Edessa 1144 werden die Kreuzritter zurückgeschlagen. Jetzt hatten wir noch ein Bild um diesen Zengi, diesen Einer und Erneuerer des Islam, als der gefeiert wurde, zeigen wir aus den Cabaret Crusades Teil 2. Nebenbei gesagt, dass die Marionetten sich so stark verändert haben, werden Sie bemerkt haben. Sie sind jetzt im zweiten Teil aus Keramik handgefertigt, dazu aber später mehr. Da werde ich mich jetzt gar nicht drauf dazu auslassen, aber das wird nachher Ansgar Lorenz was dazu sagen. Zengi hier 1146, kurz vor seinem Tod, kurz bevor er ermeuchelt wird in seinem Zelt von einem eigentlich Glaubensgenossen, der ihn niedermetzelt. In The Pass to Cairo werden die muslimischen Kämpfer im Vorderen Orient umsonst auf Unterstützung aus dem mächtigen Kairo in Ägypten, wo die fatimidischen Kalifen der schiitischen Glaubensrichtung regieren. Man merkt jetzt, dass eine immer feinteiligere Gemengelage von mehr oder weniger religiösen Partikularinteressen die Situation bestimmen, auch auf der Gegenseite. Zengis Eroberung der christlichen Grafschaft Edessa im Jahr 1144 löst nämlich den zweiten Kreuzzug aus, an dem der Stauferkönig Konrad III. Und Ludwig VII. Von Frankreich ein deutsches und ein französisches Heer zusammenführen. Diese Allianz wird allerdings in Kürze durch Interventionen des sizilianischen Herrschers Roger II. Torpediert, der für seine eigene antibyzantinische Machtpolitik den französischen König gewinnen kann, wodurch dessen Bündnis mit dem Stauferkönig zerbricht. Solchermaßen durch Streit im Inneren geschwächt, häufen sich die Niederlagen der Christen. In der Schlacht bei Hattin 1187 tritt Sultan Saladin auf den Plan, der daraufhin Jerusalem einnimmt. Also da kann man sich immer tiefer in diese Wirren hinein begeben. Das ist auch ganz interessant. Und die Frage ist aber doch natürlich, die einem bleibt, wie viel braucht man davon, um mit der Arbeit, mit der künstlerischen Arbeit, weil natürlich ist Chuckys Cabaret Crusades sind keine Funkuleg-Geschichte im Hochmittelalter, sondern das ist auch eine künstlerische Arbeit. Und diese Frage, die stellt sich, die finde ich eigentlich so die mit am spannendsten im Moment. Aber ich möchte jetzt einmal das gerne ausprobieren, das noch ein bisschen weiter in diese historischen Tiefen einzudringen und Ihnen das vorzutragen. Mit der Geschichte um die Schlacht von Hattin 1187 und dem Sultan Saladin ist man aber bereits im dritten Teil der Cabaret Crusades, der von Zengis Tod 1146 bis zur Einnahme und Verwüstung Konstantinopels 1204 spielen soll. Legendäre Figuren wie eben Sultan Saladin, Richard Löwenherz und Kaiser Friedrich Barbarossa werden höchstwahrscheinlich darin zu sehen sein, wie sie um die Vormacht im Mittelmeerraum kämpfen und die Grundlagen für ein bis heute gültiges Machtgefüge legen. Aber so weit sind wir noch nicht, weil Chucky schreibt zurzeit am Skript des dritten Teils, nachdem er die 3 Monate während der Produktion der Darsteller seines Marionettenepos in der Glasmanufaktur von Adriano Berengo auf der Insel Murano bei Venedig beendet hat. Doch dazu gleich noch mehr. Was jetzt uns hier noch fehlt, um schon nochmal auf die Produktion zu sprechen zu kommen, sind Bühnenbild, Storyboard, die Tonaufnahmen, die in Ägypten und im Golf gemacht werden sollen, sowieso das Filmen selbst. Es ist also vieles noch offen und ich muss auch sagen, wir sind ein bisschen nervös, wie das jetzt alles noch werden soll, aber es wird sich hoffentlich vieles klären, wenn Wael Chucky dann selber hier sein wird, was ab übernächster Woche der Fall sein wird. Und bisher war er eben in Murano, was auch ganz wichtig war, um dort diese Marionettenproduktion mit zu bewachen. Eine Sache aber war ganz früh für ihn schon stand fest, nämlich dass der Titel des dritten Teils »The Secrets of Karbala« lauten sollte.
Denn in die Handlungen des dritten Teils wird ein Rückblick auf die Schlacht von Karbala vom 10. Oktober 680 eingeschoben sein. Dieses nochmals Jahrhunderte weiter zurückliegende Ereignis gilt als der erste islamische Bürgerkrieg, der sich in der heute zum Iran gehörenden Stadt Karbala zugetragen und die religiöse Trennung der Moslems in Schiiten und Sunniten bewirkt hat. Dass dieses Schisma noch heute gilt und höchst explosiv ist, hören wir täglich in den Nachrichten. Ansgar, was meinst du? Soll ich jetzt springen auf den Maluf oder haben wir noch Zeit für Aspirin? Ach ja, genau. Moment. Ja, ich glaube, das geht schon noch. Also man könnte jetzt hier, und ich möchte es auch gerne tun, noch ein bisschen tiefer in die historischen Forschungen einsteigen. Denn ich glaube, dass man nur so letztlich der Brisanz von Chakis Arbeit, und daran würde ich schon festhalten, dass sie das hat, auf die Schliche kommt. Und ich denke, das ist ganz unerlässlich, diese auch für uns zu ergründen. Doch es ist eine Herausforderung. Die Literatur zu den Kreuzzügen ist ebenso uferlos wie voller Ideologie. Ich habe zum Beispiel zu Hause bei den Eltern im Bücherregal eine alte Publikation aus dem 19. Jahrhundert gefunden, wunderbar bebildert mit Stichen von Gustave Doré, Erzählung der Kreuzzüge im Mittelalter. Und dieses Buch ist von 1878 rum, 79 gewesen, weiß ich nicht mehr. Und es war voller deutsch-französischer Ressentiments. Also es war im Grunde, um die Kreuzzüge ging es nur nebenbei. Es ging eigentlich nur darum, wie schlaff die Deutschen sind. Das hat ein französischer Historiker geschrieben. Also es war ganz klar, dass es dass Geschichte eigentlich immer eine Sache von Projektionen ist. Dass die Kreuzzüge als Projektionsfläche unterschiedlichster Haltungen dienen, ist gewissermaßen auch Chakis Ausgangspunkt. Und eine neuere, 2012 erschienene historische Untersuchung des britischen Historikers Thomas Asbridge, den wir in der Kunstsammlung gerade alle so für uns entdecken, nimmt eine ebenfalls abwägende, dezidiert multiperspektivische Sicht auf die Ereignisse vor und kommt damit auf 800 allerdings wirklich extrem lesenswerte Seiten. Also wenn man sich jetzt gerade für die Kreuzzüge interessiert, ist das, glaube ich, wirklich so das Beste, die beste Lektüre dafür. Um aus der Fülle der Beispiele, das ist natürlich uferlos, auch wieder ein Beispiel herauszugreifen. Der zentrale Gegensatz Sunniten-Schiiten steht auch bei Asbridge dafür, dass eine letztlich als unglaublich tollkühn zu bewertende Unternehmung wie die Invasion der Kreuzritter, als die er diese beschreibt, dass diese Unternehmung nicht schneller gestoppt werden konnte. Über die Zeit nach der ersten Einnahme Jerusalems schreibt er, jetzt bringe ich mal ein kürzeres Zitat von ihm, in diesen gefahrvollen, entscheidenden Jahren war es für die Lateiner in Jerusalem von größtem Vorteil, dass es zwischen den Schiiten Ägyptens und der großen syrischen Sunni-Macht Damaskus keine Allianzen gab. Wenn Balduin, das ist der erste christliche König von Jerusalem, in den Jahren 1101 und 1102 einer derart geballten Bedrohung gegenübergestanden hätte, dann wäre er ihr mit den mageren Mitteln seines Königreichs wohl kaum gewachsen gewesen. Stattdessen verfolgte Dukak von Damaskus in der Zeit, die ihm noch blieb, eine zurückhaltende Politik der Entspannung gegenüber dem fränkischen Palästina. Eine zurückhaltende Politik der Entspannung gegenüber dem fränkischen Palästina, schreibt Asbridge. Eine vollständig andere Einschätzung derselben Situation bei Chaki. Bei ihm agiert ein Dukak als ein äußerst feiger und gerissener Typ, der dem plündernden normannischen Ritter Tancred Geld und Gold anbietet, damit dieser endlich abrückt und Damaskus und die Region in Frieden lässt. Provokant fordern daraufhin Tancreds Boten Dukak auf, er solle doch zum Christentum konvertieren. Nun fordert dieser seinerseits, sollen sich doch zum Islam bekennen. Nur einer von ihnen akzeptiert, die Köpfe der anderen rollen gnadenlos und fallen, so ist es bei Chaki in einer eindrucksvollen Szene zu sehen, einer nach dem anderen wie schlaffe Bälle auf den Boden. Bei aller Wertschätzung für Asbridge aber sieht so eine zurückhaltende Politik der Entspannung aus. Sobald man sich wirklich nur ein bisschen näher auf die Schilderungen historischer Details einlässt, wird deutlich, Geschichte ist Auslegungssache. Es kommt immer auf den Standpunkt der Betrachtung an. Das wird bei Asbridge deutlich und gehört auch zu Chakis Überzeugungen, obwohl er den Wälzer von Asbridge nicht gelesen hat. Zum Schluss möchte ich noch einen Blick auf die Quellen werfen, die Chaki benutzt hat.
Welcher Lektüre liegt seine Sicht auf die Kreuzzüge zugrunde? Welche Intentionen hat er als Künstler, sich mit einem dermaßen historisch vertrackten Stoff auseinanderzusetzen? Das ist ein nächstes Buch, was wir zeigen wollen. Wie bereits erwähnt, ist das Besondere an Shirkys Cabaret Crusades, dass sie die Geschichte der Kreuzzüge konsequent aus arabischer Perspektive erzählen. Was zunächst bedeutet, dass in den Filmen durchgängig Arabisch, genau gesagt Hocharabisch, gesprochen wird. Wie wir gehört haben, hält Papst Urban II. Seine berühmte Kreuzzugsrede von 1095 ebenso auf Arabisch, wie auch Peter der Einsiedler auf seinem Esel auf Arabisch predigt. Eine quasi arabische Soundebene setzt sich in der Verwendung der Musik bei Shirky fort. Perlenfischerchöre aus Bahrain, Kinderchöre aus Ägypten, irakischer Shia Radud-Gesang und zeitgenössische ägyptische Elektromusik kommen zum Einsatz. Inhaltlich und textlich liegt dem Szenario von Shirkys Filmen ein Buch des französisch-libanesischen Romanciers Amin Malouf zugrunde, das 1983 erschienen ist und in viele Sprachen übersetzt wurde. Der Heilige Krieg der Barbaren, die Kreuzzüge aus der Sicht der Araber, entstand als Reaktion auf das Papstattentat 1981 beziehungsweise als Reaktion auf die Aussage des türkischen Attentäters Mehmet Ali Ağa, der als Begründung für seine Tat angab, er habe den obersten Kriegsherrn der Kreuzritter töten wollen. Für Malouf offenbarte dieses Eingeständnis, welche nachhaltige Traumata die Kreuzzüge auch nach einem Abstand von 900 Jahren im kollektiven Gedächtnis der muslimischen Welt hinterlassen haben. Und, erstaunlich genug, als einer der ersten und studierte und publizierte Malouf die arabischen Quellen, aus denen die Fassungslosigkeit und das Entsetzen einer hochzivilisierten Gesellschaft spricht, die komplett unvorbereitet auf die barbarischen Invasoren aus dem Abendland, die auch vor kannibalistischen Exzessen nicht zurückschrecken, reagieren. Malouf stellt seinen Gegenstand frei von religiösem Eifer konsequent vom säkularisierten Standpunkt des Historikers dar. Die arabische Perspektive bringt der noch interessante Blickwechsel zum Vorschein, was sich allein schon an der Terminologie ablesen lässt. So lautet die Überschrift des ersten Kapitels bei Malouf: die Invasion 1596 bis 1100. Und gemeint ist die Invasion Jerusalems, eben nicht die Eroberung. Diesem Kapitel vorangestellt ist ein Zitat von Sultan Saladin, das heute möglicherweise noch viel mehr Anstoß erregen mag, als 1983 Anstoß erregt hat. Schaut euch die Franken an. Seht, mit welchem Eifer sie sich für ihre Religion schlagen, während wir Muslims keinerlei Begeisterung für den Heiligen Krieg zeigen. Um den Rahmen dieser Veranstaltung jetzt nicht zu sprengen, breche ich meine orientalische Geschichtsstunde an dieser Stelle etwas willkürlich ab und lasse dieses Zitat unkommentiert stehen und für sich wirken. Nur ein paar ganz wenige Bemerkungen noch zum Schluss. Es werden Stellen wie diese bei Malouf sein, die den historisch und politisch interessierten Wael Shaki für den historischen Stoff zu fesseln begannen, während 2010-11 auf den Straßen Ägyptens die Revolte tobte. Die Rolle von Malouf bei der Entstehung von Shakis Kreuzzugstrilogie ist längst nicht ausreichend erfasst und wird bestimmt noch genauer zu analysieren sein. Vielleicht schaffen wir das ja sogar. Sicher ist aber, dass das Buch ein wichtiger Stichwortgeber für Wael Shaki gewesen ist. Eine Skriptvorlage ist es allerdings nicht. Auch wenn sich darin zahlreiche Beschreibungen und Quellenzitate finden, die nahezu wörtlich in die Cabaret Crusades Eingang gefunden haben. Inwiefern außerdem tagespolitische Ereignisse etwa aus dem syrischen Bürgerkrieg in die Cabaret Crusades eingeflossen sind und um welche es sich dabei genau handelt, bleibt ebenso zu untersuchen wie die Frage nach der elaborierten Handwerklichkeit, die ein Kunstwerk wie die Cabaret Crusades auszeichnen. Und damit sind wir jetzt bei den Marionetten, wobei auch hier noch einmal kurz auf Malouf zu verweisen ist, der in seiner Geschichte der Kreuzzüge auffällig oft den Begriff Marionette gebraucht, um einen manipulierten Herrscher und dessen Handlungen und Abhängigkeiten zu charakterisieren. Ob das letztlich den Anstoß gegeben hat, den Kreuzzugstoff in den Cabaret Crusades von Marionetten spielen zu lassen? Danke. Erstmal an dieser Stelle mache ich einen Halt. Und übergebe das Wort an Ansgar Lorenz, oder wir machen das vielleicht zusammen? Können wir gerne machen, Gespräch, die elaborierte Handwerklichkeit. Du hast jetzt den zweiten Teil jedenfalls vorbereitet. Und der zweite Teil ist eigentlich auch nochmal eine
Das sind zwei Bilder, die eigentlich nochmal den Bogen spannen und den Vergleich irgendwie jetzt auf den Tisch holen, den du gerade auch schon angesprochen hast, der Marionetten, über der, sagen wir mal, der ganz konkreten Form der Marionetten, die in ihren Anlagen her allein schon ganz unterschiedlicher Natur sind, während Schocki für den ersten Teil, den er mit großer Unterstützung der Fondazione Pistoletto drehen durfte, auf rund 200 Jahre alte Holzmarionetten aus der Turiner Sammlung Lupi zurückgreifen durfte. Das ist auf der linken Seite hier zu sehen. Entstanden für den zweiten Teil in Südfrankreich, in Aubagne, Keramikmarionetten, eigens für den Film, die sich auch schon in ihrer Form doch merklich unterschieden von den historischen Holzmarionetten. Während der Film zum Beispiel immer abstrakter wurde, kamen auch die Marionetten selbst, teilweise, wenn man hier ganz gut sehen kann, tierische Züge, also, wenn man so will, anamorphen Charakter. Rückten so immer weiter, vielleicht von dem Erzählerischen ab. Konnte man auch ganz gut während unserer beiden Beispiele ganz gut erkennen. Oder wem es aufgefallen ist, dass der Beginn des zweiten Teils eigentlich vollkommen ohne Ton und ohne Erzählung auskam, sondern rein über das Bild funktionierte. Und die Musik natürlich. Und da natürlich ein großer Unterschied bestand zum ersten Teil, in dem viel, viel mehr und viel direkter erzählt wurde. Was man vielleicht an den beiden, oder was ein wichtiges Element der Marionetten grundsätzlich bei diesen beiden, in der ersten beiden Teil, aber auch des dritten Teils ist natürlich sowohl der Marionettenkörper als auch die einzelnen Kostüme, die nicht immer, oder zumindest die relativ flexibel sind und nicht in einzelnen Puppen festgeschrieben sind. Das heißt, verschiedene Puppen und Marionetten füllen selten oder füllen nicht eine Rolle aus, sondern sind wir sprachen gerade von der Geschichte als Projektionsfläche, sind in ihrem Wesen und in ihren Charakteren, die sie darstellen, Figuren, durchaus flexibel. Elaborierte Handwerkskunst fiel gerade auch noch. Das betrifft sowohl dann natürlich die gebauten Marionetten ab dem zweiten Teil in all ihrer unglaublichen Aufwendigkeit, als auch die ganz besonders prachtvollen Kostüme, Gewänder, wenn man so will, die auch in ihrer, von ihrer textilen Form her unheimlich aufwendig tatsächlich sind. Und ich glaube, im zweiten Teil, durch eine sehr großzügige Kooperation auch der Firma Hermes, noch eine höheren Detailverliebtheit geraten konnten, wenn man so möchte. So viel zu den ersten beiden Teilen. Wir hatten jüngst das Glück, einen Blick auf die mittlerweile hoffentlich, inshallah, würde Weil Schocki sagen, fertige Produktion der Marionetten in Murano werfen zu können. Die da dauerte fast 4 Monate. Und Glasstudio von Adriano Brenco, einem sehr erfahrenen Glasbläser dort, lange in Anspruch nahm, 2 Maestri dort, wie sie sich nennen, Glasbläser und Assistenten forderte und letztlich auch für eine ganz neue Aufgabe stellte, denn diese Glasmarionette an sich ist eigentlich auch formal eigentlich ein vollkommen neuer Typ, gab es so nicht und mit all den Schwierigkeiten, auf die wir vielleicht irgendwie gleich im Zuge der Bilder, dieser kleinen Bilderserie gleich stoßen werden, auf jeden Fall einen riesigen Aufwand bedeutete für alle Seiten und aber zu ganz großartigen Ergebnissen führte. Darf ich noch dazu einfügen, dass der Walczaki die Idee hatte mit dem Glas. Wir wissen irgendwie nicht richtig, wie er da drauf kam. Das war aber sehr, sehr früh. Also als ich ihn kennenlernte letztes Jahr, war das schon klar. Also diese Marionetten im dritten Teil sollen als Glas sein. Und die sollten, und so geschah es dann auch, nach Zeichnungen von afrikanischen Masken und Skulpturen, die er selbst gemacht hat, damit, mit diesen Zeichnungen, Skizzen, ist er nach Murano dann schlüssig gekommen, weil kaum jemand anders hat es irgendwie überhaupt machen wollen oder können. Und die Glasbläser auf Murano, die können aber alles. Also die sind so ganz selbstbewusste, traditionsreiche Handwerker. Und die haben das mit ihm dann nach diesen
Zeichnungen angefertigt. Ja, es gibt übrigens noch ein ganz anderes, ein zweites interessantes oder ein interessantes Detail, was die Glasbläserkunst in Murano betrifft, die irgendwie natürlich irgendwie historisch und legendär in Europa sicher ist. Die Glasfertigungskunst und die Glasmanufaktur ist natürlich schon deutlich älter als die Moderne und war natürlich auch im alten Rom schon bekannt, ist dann aber gerade in Italien auch oder in Europa grundsätzlich mehr oder weniger verschütt gegangen und erst wieder um 1000 herum durch Byzanz oder über Byzanz und Glasimporte zurück nach Europa gekommen. Und dieses ganze Know-how, Glas zu blasen, ist so wirklich im 10. Jahrhundert wiederum in so einer Form von so einem Wissenstransfer dann in Venedig angelandet, wieder über Byzanz. Also irgendwie auch so eine ganz transkulturelle Bewegung an dem Punkt. Und wobei die Zutaten, sprich vor allem das Soda, was damals verwandt wurde, aus der Levante nach Italien immer transportiert werden musste als einzigen Produzenten. Also selbst an dem Punkt manifestieren sich ganz viele letztlich Stränge, wenn man so will. Ja, was man hier auf den Bildern auch vielleicht sehen kann, erklärt sich mehr oder weniger von selbst, ist aber trotzdem nicht ganz selbstverständlich. Der aufwendige Prozess dieser Einzelteile der Marionetten, die ja letztlich aus Armen, Beinen, einem Torso bestehen, einem Kopf, einem Unterkiefer, Augenlider und die ja nun tatsächlich alle einzeln gefertigt werden mussten, bis hin zu den Fingern, wie man hier ganz schön sehen kann. Das Vorbild waren die besagten afrikanischen Masken aus dem Metropolitan Museum, mit denen Wael Schaukie dann nach Murano kam. Dort wurde ihm dann aber wohl relativ schnell klar gemacht, dass die dortigen Glasbläser nach diesen Skizzen überhaupt nicht arbeiten können würden. Und so war er gezwungen, eigentlich von gerade am Anfang, aber letztlich von allen Körpern, die er sich gewünscht hat, zunächst mal Marketten und Modelle aus Ton zu bauen. Das heißt, das ist also das, was natürlich den Prozess natürlich noch um einiges irgendwie aufwendiger gestaltet hat. Aber das sehen wir jetzt hier gerade, einige Glieder von einer deutlich aufwendigeren Marionette. Wir sprachen gerade von den anamorphen Wesen und den fabelhaften Tieren, die im dritten Teil sicherlich noch komplizierter und fantastischer geworden sind oder werden. Und unter anderem eben auch, wenn ein Krokodil, vielleicht eben auch eine Schildkröte, aus unheimlich vielen tatsächlich einzelnen Elementen besteht, die dann in einem nächsten Schritt dann zusammengesetzt werden. Augen ist auch so ein Punkt, der ganz eng mit Murano zusammenhängt. Tatsächlich war Murano über das gesamte Mittelalter eigentlich so der einzige Ort in Europa, an dem Glasaugen tatsächlich gefertigt werden konnten. Und die wiederum natürlich auch ganz eng mit dem Wesen der Marionette verknüpft sind. Schon in den ersten beiden Teilen, aber natürlich jetzt auch für die komplett in Glas gefertigten Marionetten, die insbesondere dann in Kombination mit den Lidern und letztlich den ganzen sämtlichen anderen Teilen des Kopfes insbesondere eine unheimliche Herausforderung darstellten wohl, weil im Verhältnis zu klassischen Marionettenmaterialien wie Holz insbesondere diese einzelnen Glasteile natürlich über nicht besonders glatte Oberflächen auch gerade nach innen heraus der Kopf verfügen und es teilweise einfach dann keine Möglichkeit gibt oder selbstverständlich keine Möglichkeit gibt, das Glas abzuschleifen, irgendwie zu reduzieren und die Teile ineinander einzupassen. Also das war auch für die von Wael Schaukie mit nach Italien gebrachten französischen Marionettenexperten, mit denen er bereits in Frankreich für den zweiten Teil zusammengearbeitet hat, unter einer der allergrößten Herausforderungen da, also diese erstmal ganz aufwendig gefertigten Einzelteile überhaupt zur Figur dann selbst zu montieren. Hier sehen wir dann tatsächlich noch eine von diesen Schildkröten, allesamt eigentlich. Es gibt also die Figuren decken eigentlich so das gesamte Farbspektrum ab. Oder ein sehr großes, was es für Glas gibt, sind teilweise von milchig bis durchscheinend, unheimlich facettenreich und wirken dann gerade in dieser
in ihrer Form irgendwie tatsächlich und auch der Leichtigkeit, ein bisschen wie so Wesen aus der Tiefsee durchscheint. Also die werden auf jeden Fall haben einen sehr viel surrealeren Eindruck als die Marionetten aus den ersten beiden Teilen. Das wird auch beim Film natürlich eine große Herausforderung sein, weil die ja transparent sind, weil die reflektieren auch. Das ist, wird ganz anders sein. Und was wir auch wirklich interessant fanden dabei, sowohl dieser Satz an Marionetten als auch ein ganzer Satz an Kostümen, da gibt es auch gleich, glaube ich, noch ein Bild dazu, das ist jetzt erstmal ganz frei entstanden. Also es gibt keine Figuren, die Schildkröte, wen die nachher spielen wird, das ist jetzt noch nicht klar. Das kann schon sein, dass das nachher Saladin ist. Es kann aber auch vielleicht irgendein minderer, kleiner Finanzbeamter aus Kairo sein, ich weiß nicht. Also das fand ich so, weil das hatte ich mir tatsächlich für so eine Produktion vorher anders vorgestellt. Ich habe gedacht, jetzt wird der Saladin, das wird der Friedrich Barbarossa werden und so weiter. Aber so ist es gar nicht. Also vielleicht gibt es sogar Glasmarionetten, die gar nicht zum Einsatz kommen. Die werden jetzt erst gecastet, eigentlich, wenn sie dann hierher kommen und dann eben auf der Bühne zum Agieren gebracht werden. Ja, genau. 130 im Übrigen an der Zahl sind es, das haben wir jetzt noch gar nicht gefallen, glaube ich, das ist natürlich eine unglaubliche Menge und eine Summe, die dann ja in einem nächsten Schritt, wenn wir das jetzt quasi nochmal so chronologisch oder linear verfolgen wollen, angekleidet werden, eine Kostümierung bekommen. In dem Fall war nicht der Hermes mit im Boote, allerdings war Schockis Anspruch tatsächlich mit besonders exquisiten Stoffen zu arbeiten, die letztlich auch... Also mit keinen synthetischen. Genau, keine synthetische, die auch historisch, aber in so einer gewissen Kontinuität dann eigentlich zu sehen sind, ja. Und so entstehen oder sind dann tatsächlich aber auch wirklich ganz wundervolle Puppenkleider, wenn man so möchte, entstanden. Angefangen von solchen Samtstoffen über Spitze, so kleinen Kettenhemden aus Draht, fein ziselierten Helmen für die Kreuzritter. Also ganz wundervoll zu sehen, eigentlich auch. Fertige Puppen haben wir bis jetzt nicht gesehen, gibt es eigentlich auch noch gar nicht. Das ist tatsächlich jetzt aber mal noch ein Beispiel für, sagen wir mal, so eine erste Anprobe. Von so einem sehr, ja, in dem Fall sehr offen gehaltenen Kostümierung weit fortgeschrittenen Marionette, die dann jetzt alsbald hoffentlich, und das ist eigentlich schon wieder dann der nächste Punkt oder eine der nächsten großen Herausforderungen, irgendwie von dieser kleinen venezianischen Insel nach Düsseldorf gelangen müssen. Gut verpackt und hoffentlich möglichst in Zusammenhang noch in einem Teil, kann man ja nicht sagen, aber ohne Bruch. Wir haben dann, wenn ich mal weiter übernehmen darf, oder, ja, mach mal. Als wir in Venedig waren, oder auf Murano waren und diese Kostbarkeiten gesehen haben, und auch uns klar war, das geht auch ganz leicht in die Brüche und wir würden den Film hier drehen, war auch die Frage, wie machen wir das hier eigentlich? Wo sind die Marionetten denn? Wer bringt die dann auf die Bühne, wo immer die auch sein mag? Aber und irgendwann kam uns eine Idee, weil wir uns zugeteilt oder gedacht war, dass die Ausstellung von Weil Schaki in der großen Grabbehalle stattfindet. Und dann haben wir irgendwann gedacht, warum eigentlich nicht dort drehen und warum dort nicht dort einen Raum einrichten, der gleichermaßen große Vitrine von der einen Seite für die Glasmarionetten ist, um die schon mal zu zeigen, aber auch im Grunde die Garderobe für die Darsteller oder wo sie warten, auf die Bühne geführt zu werden. Und genau das versuchen wir einzurichten. Wir haben wieder mit Tom Stadler gearbeitet, einem Architekten aus Berlin, den wir sehr gerne mögen und mit dem wir toll zusammengearbeitet haben schon. Und der hat uns jetzt die Halle, also jetzt springen wir hier rüber an den Grabbeplatz, Sie sehen da, diese langgestreckte Halle, die wird also ein Drittel davon wird die Ausstellung sein und zwei Drittel wird Platz sein, einfach Produktionshalle. Und da wird dann auch während der Ausstellung innerhalb eines Monats wird dort die Filmproduktion stattfinden. Jetzt hat hier Tom Stadler noch so kleine Kissen, da würden dann die
gezeichnet. Also weil die Marionetten brauchen natürlich irgendwas, wo sie auch weich fallen, wo sie abgelegt werden können. Das so eingezeichnet, ne? Diese vielen kleinen Quadrate, das würde jetzt jeweils eine Marionette signalisieren. Und auf der linken Seite sieht man einen wirklich großen Raum, sehr 12 mal 10 Meter, in dem dann die ersten beiden Teile projiziert werden, die ersten beiden Filme. Sodass man in der Ausstellung hat, man kann man sich die ersten beiden Teile angucken, man kann sich auch Keramikmarionetten, die in Vitrinen ausgestellt sind, angucken, möglicherweise auch noch Zeichnungen. Und auf der anderen Seite eben kann man dann in diesen Produktionsbereich reinschauen. Das kann man hier vielleicht auch noch ganz gut erahnen. Ja, da ist, sehen Sie, da ist schon mal so eine Art, so ein Gestell eingeplant dafür, weil wir werden irgendwas brauchen, wo man die Marionetten aufhängt. Wir wissen noch nicht genau, wie das aussieht. Da werden wir eben mit dieser wunderbaren Mafalda Camarora, die eine wunderbare Marionettenspezialistin ist und diese seltene Kunst des Aufschnürens der Marionetten, das ist eigentlich so fast mit das Komplizierteste, kann man sich auch schnell vorstellen, dass man natürlich da ganz genau sein muss, wenn man die Lieder und alles einzeln bewegen muss. Und die wird, wo wir sehr beruhigt sind, kommen und uns helfen, dann diese Marionetten mit aufzuhängen. Haben wir noch ein Bild? Nee. Ach so. Das ist der Schluss. Das ist in der Werkstatt in Murano. Das ist doch super mit dem roten Teppich. Ja, das ist genau gehen. Diesen roten Teppich legen wir diesem Künstler hier, jetzt von Murano hierher nach Düsseldorf. Ja, dann. Freuen wir uns, bitte? Ja, dann freuen wir uns bestimmt über Fragen, oder? Ja, genau. Oder Anmerkungen. Ja, bitteschön. Haben wir ein sprechen Sie lieber ins Mikro. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da was überhört habe, aber Sie hatten das Projekt ja angekündigt damit, dass man jetzt die arabische Sicht sieht. Also irgendwo weiß ich jetzt nicht, wo ist denn jetzt das Spezielle da dran? An den Filmen von Weichmann. Ja, an der Sichtweise. Wo ist eigentlich jetzt der Sinn und Zweck? Der Sinn und Zweck, das muss sich jeder für sich erschließen. Aber die arabische Perspektive in den beiden Filmen sind ja zum ersten ganz deutlich, dass Arabisch gesprochen wird. Auch der Papst spricht Arabisch, alles. Es ist einfach ganz, es ist durchgehalten, diese Perspektive auf die Geschichte ist eine muslimisch-arabische und nicht unsere westliche. Die westlichen, die Christen sprechen davon, dass sie Jerusalem befreien. Da unten in Jerusalem, da waren seit dem 7. Jahrhundert die Moslems, die sagen, denen wird Jerusalem weggenommen, zerstört. Für sie vollkommen rätselhafte Personen treten da auf. Also da gibt es ganz tolle Quellen, auch gerade aus der arabischen Welt, die das sehr eindrucksvoll schildern, dass man gar nicht richtig wissen konnte, wer kommt da überhaupt. Sind es jetzt wieder auch nochmal schreckliche byzantinische Truppen? Also verstehen Sie, es ist einfach die Perspektive drauf. Und ja, das erzählt Chucky in seinen Filmen. Die haben wir jetzt natürlich nur in kurzen Ausschnitten gezeigt. Weil in den Ausschnitten, also in den kurzen englischen Untertiteln, ist mir da jetzt noch nichts aufgefallen. Ja. Naja, aber das ist ja von das eine ist ja, dass eben überhaupt Arabisch gesprochen wird. Und da müsste man sich das jetzt wirklich noch ein bisschen länger anschauen, um dann wirklich diese arabische Perspektive ganz genau zu erkennen. Das konnte ich jetzt natürlich einfach mal nur so sagen und Ihnen hoffen, dass Sie mir das glauben, dass es eben diesen Amin Maalouf, da kommen die ganzen Quellen her und die unterscheiden sich tatsächlich. Deswegen hat ja auch dieser Thomas Esbridge dieses ganz dicke Buch über die Kreuzzüge jetzt von 2012 und das ist so, wie gesagt wird, die erste wirklich vergleichende Studie, die den christlichen Blick und den islamischen Blick auf die Kreuzzüge miteinander vergleicht. Also das ist schon richtig schwere Geschichtswissenschaft, kann man auch sagen. Ja. Haben Sie schon irgendein Ergebnis, die Quintessenz? Kann man die irgendwie andeuten? Dass man ahnen kann, wo die Sache hinläuft. Also wir kennen ja alle den Blick, den europäischen Blick. Mhm. Und was gibt es jetzt einen Forschungsansatz, der jetzt auch kontrovers diskutiert wird? Oder wie ist er dazu gekommen? Also können Sie einfach mal ein Beispiel sagen. Na, aber habe ich doch eben schon gemacht. Also, dass die einen sagen, sie erobern Jerusalem und die anderen sagen, sie befreien es. Das ist jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel in der Terminologie. Und wie sich es aber dann natürlich auch angefühlt haben muss.
Also im Grunde geht es davon aus, dass jede Aussage zur Geschichte schon eine Deutung beinhaltet. Und dass es ganz viel mit Manipulation, mit Macht zu tun hat und sowas. Und das kann man, das zeigen diese Cabaret Crusades von Shaki, denke ich schon. Also die wissenschaftliche Fundierung bietet dieses Buch, was Sie eingeblendet haben. Oder kann man, ist da noch eine ganz, oder hat er das einfach intuitiv gemacht? Vieles ist auch intuitiv, ganz bestimmt so. Also das denke ich sicher, weil Shaki ist zwar ein Geschichtsnerd, würde ich mal fast sagen. Also der liest im Moment auch unglaublich viele orientalische Quellen und beschäftigt sich damit vor allem. Deswegen habe ich dann auch verstanden, dass er diesen Asbridge zum Beispiel nicht liest, sondern er liest wirklich Originalquellen und beschäftigt sich mit denen und bringt die in seine Arbeit mit ein. Und sicherlich ist da ganz viel auch Intuition drin, so wie wir jetzt eben auch beschrieben haben, wie die Arbeit überhaupt vonstatten geht. Also da gibt es nicht, es ist nicht durchgeplant, das ist nicht, verstehen Sie, wie ich meine? Sie sind nicht ganz überzeugt. Ich glaube, das ist schwierig. Ja, das ist auch einfach eine künstlerische Arbeit. Das ist auch eine sehr bildmächtige Arbeit. Ne? Also weil Shaki hat auch mal gesagt, es war ihm gar nicht so wichtig, dass man die Filme wirklich von A bis Z durchschaut, sondern die können auch als große, wie große Altarbilder eigentlich genommen werden, Historienbilder, wo man so viel zu gucken hat und wo man aber auch vielleicht das nicht immer alles ganz genau verfolgen kann in seinem schleppenden Fortgang, in dem... Also es sind einfach auch ganz, es ist ein Geschichtenerzähler, der Shaki, und der ist einfach ein sehr bildmächtiger Mensch, also der das über Bilder auch transportiert. Und da, das ist natürlich nicht, was die Historiker nicht immer so gleich mitparat haben. Und das Projekt auf der Documenta, worüber lief das? Das waren die ersten beiden Teile, die da gezeigt wurden. Sonst noch Bemerkungen? Ich hätte eine Frage. Danke, und zwar ist uns hier nicht ganz klar geworden, ob jetzt in der Halle auch die Produktion des dritten Teils mit beobachtet werden kann oder ob nur die Ausstellung der Puppen und die ersten beiden Teile. Ja, das lassen wir mal so ein bisschen offen, das wissen wir noch nicht genau. Weil wir natürlich auf der einen Seite kein Zoo aus der Produktion machen wollen, andererseits finden wir das aber auch toll, dass es gleichzeitig ist. Also es wird im Oktober sein, die Ausstellung beginnt am 6. September. Dann ist noch eine Weile ein bisschen Zeit, diesen Teil der Halle auch noch so herzurichten. Es wird eine sehr, sehr interessante Bühne aufgebaut werden, die sich nämlich dreht. Also diesmal soll sich auch die Szenografie selber drehen. Die wird auch teilweise mit so Tierkreiszeichen, Bildern aus dem Mittelalter belebt sein. Also es wird sehr, sehr viel symbolischer eigentlich sein als jeweils in den beiden ersten Teilen. Und ja, also auf dem einen Bild, da kann man sehen, dass man, also jetzt, wenn wir die Wand wirklich so setzen, wie wir es da unten sehen, dann könnte man, kann man ganz durchgucken bis zu der. Aber wir haben mit Weil auch schon gesprochen, dass wir vielleicht einen Vorhang vorsehen, weil vielleicht ist es auch wirklich gar nicht immer toll, da immer, also wir wissen ja, aber jetzt werde ich auch nicht denken, dass die Ausstellung von Wael Shaki, das ist ja kein Blockbuster, also da werden schon Leute kommen, aber also das muss man auch ein bisschen so entscheiden. Aber angedacht ist es schon erstmal, dass das wirklich gleichzeitig stattfindet. Am 4. Dezember soll der dann schon fertige Film, so Gott will, gezeigt werden. Ja, das ist das, was wir im Moment gerade machen. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, sagen wir Dankeschön. Kommen Sie uns besuchen, hoffentlich. Weil wir haben, das Ganze ist nämlich so, genau, das sagen wir jetzt auch noch dazu, es gibt noch eine zweite Ausstellung im K20 zur gleichen Zeit, die dann mehr klassische Moderne betrifft. Die hat den Titel Nach Ägypten, Ausrufezeichen, die Reisen von Max Slevogt und Paul Klee. Also das ist jetzt ist eine ganz andere Wiese natürlich, aber es ist irgendwie gibt es doch zumindest hier so einen ägyptischen Schwerpunkt im Herbst. Und
Ja, da freuen wir uns schon sehr drauf. Danke sehr.